Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir die Gerudo Trainingsarena beendet und heute werden wir mit dem Geistertempel beginnen vom Erwachsenen Link. Als erstes müssen wir uns natürlich zum Wüstenkoloss warten, wie es gewohnt ist. Ach, das willst du mir jetzt aber nicht ernsthaft sagen, oder was? Du kannst hier nicht warpen! What the fuck? Nö. Aber die Musik läuft einfach mal weiter, ja. Warum nicht? Ja gut, dann verlassen wir den Ort erstmal und dann... Ja. Na schön. Ich weiß jetzt nicht, warum man hier nicht warpen können soll. Das ist mir ein Rätsel. Aber na gut. Befolgen wir die Anweisungen und verlassen diesen Ort auf reguläre Art und Weise. Jetzt sind wir ein echter Gerudo. So, jetzt aber nichts wie zum Wüstenkoloss und dann in den Geistertempel rein. Ach, das wollte ich ja heute schon mal anfangen, habe ich gerade gemerkt. Ja bitte, zum Wüstenkoloss. Und da brausen wir mit Lichtgeschwindigkeit an. Yo. Mal sehen. Ich denke mal, der Tempel wird sich zwei Parts lang hinziehen. So meine Vermutung, so meine Prognose. Aber ich bin mir nicht sicher. So. Hier erstmal die da weghauen. Was wollt ihr eigentlich? So. Nur gucken, dass die uns nicht erwischen. Wow. Okay. So weit, so gut. Und noch mehr Bomben, natürlich. Und mit den Silberhandschuhen oder mit den Krafthandschuhen können wir jetzt auch diesen schweren Steinblock in die Tiefe stürzen. So. Und auch hier ein Zyklop. Lass es dir schmecken. Ach, da hat noch nicht genug. Du hast aber Hunger heute, hä? So, jetzt ist Ruhe hier. Okay. Da oben ist ein Kristall. Den betätigen wir gleich mal. So, wo gehen wir jetzt am besten als erstes rein? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich habe keine Ahnung. Ach, das war eine gute Entscheidung. So, gib Ruhe. Blöder Hund. Und hier ist natürlich wieder klar, Zeldas Wiegenlied spielen. Bei diesen Triforce-Symbolen ist es immer der Fall. Sofern sie natürlich auf dem Boden sind. So. Oder nee, warte, auf den Wänden auch. Beim Wassertempel natürlich. Um den Wasserspiegel zu ändern. Geh mal her, was du hast. Der Kompass. Ziemlich unpraktisch, wenn man den vor der Karte hat. Meine Meinung. Ich meine, nur ein paar Pfeile, die da rumschwirren, ist jetzt nicht so hilfreich. Wie wenn man sieht, wo das Zeug auch wirklich ist. Okay. Ja. Na gut, nehme ich halt deine Bomben auch noch mit. Und wo geht's denn hier lang? Oh ja, daran kann ich mich erinnern. Ach, muss ich hier mit den Gleitstiefeln oder was? Ich versuch's mal. Okay. Wieder rauf und nochmal probieren. Tatsächlich. Was denn auch sonst? Okay, erstmal die Rubinen einsammeln.
Und dann gucken wir weiter mit dem blauen Block da vorne. Da war auch noch eine goldene Skulptur. So. Damit ist die Tür schon mal offen. Gut. Und wir bewegen den Block jetzt einfach mal weg. So geht das. Und da verschwindet er auch. Ah, da ist er ja. Jo, danke für dein Präsent. Und jetzt ziehen wir am besten die normalen Stiefel an, nicht die Eisenstiefel, sonst dauert hier alles doppelt so lange. Ja gut, ach, da war doch irgendein Trick dabei. Ja, ich wusste es. Hammer dich. Hammer. So, was denn da drin? Oh, bitte, bitte. Ein Schlüssel. Okay, der Raum war relevant. Dann bin ich zufrieden. So, ich mache das hier mal auf Schnelldurchlauf. Dum-dum-dum. Zielen. Zack. So. Fastest way to get back there. Okay. Schlüssel einsetzen und raus da. Und auch hier war wieder so ein Raubschlamm, der von der Decke fällt. Da! Ah! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Okay, da war noch nie so hartnäckig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay. Hab nur nicht getroffen. Seine Mundöffnung. Ja, mit dem Bickeron-Schwert auf dem. Auf der Hand duckt er sich nur. Ja, seine Mundöffnung ist sozusagen sein Schild, kann man sagen. Da kann man ihn nicht treffen. Und hier war auch noch eine faule Angelegenheit. Und zwar das. Jetzt machen wir hier gleich mal sowas. Okay, wir haben alle drei getroffen. Ja, das war eine unsichtbare abgehackte Hand. So, jetzt bewegen wir mal diesen Spiegel hier. Okay, das hat nichts bewirkt. Das war nur eine Kiste. Auch das war nur eine Kiste. Was war das? Okay, das war die Lösung. Okay, ich hoffe mal, diese Kiste ist die mit dem Herz. Nein, natürlich nicht. Das ist ärgerlich. Dann ist es diese Kiste. Yay! Ein Herz. Na schön. Weiter im Text. Ach, so einer. Aber der hier ist echt. Naja, was auch immer echt ist. Ah! Okay. Hier unten gab es die Karte. Die haben wir letztes Mal nicht eingesammelt. So, ich brauche folgendes. Dum, 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 dum. So. Und zack. Und damit haben wir die große Kiste herbeigerufen. Oder was auch immer das gerade war. Link, was ist in dieser Kiste? Okay, ich glaube, es ist für niemanden mehr ein Geheimnis. Es ist die Karte. Die Labyrinthkarte. Oh, und ein kleines Easter Egg für die Leute, die Spaß verstehen. Diese Statue hier, da, die hat Nippel und... ja. Funktioniert das noch? Ja, genau. Mit dem Enterhaken kann man sich an die Nippel hochziehen. Ja, das ist... Ja, das habe ich noch lustig gefunden damals. Warte mal, hier war doch noch was. Oder nicht? Ich verstehe nicht. Was soll das hier? Ich gehe mal hier hoch. Wir sollten an der anderen Seite auch nochmal hochgehen. Aber erstmal gucken, wie kommen wir da rüber jetzt? Ohne Mist.
Ich benutze mal das hier. Ich sehe nichts. Sehr merkwürdig hier das Ganze. Warte mal. Ich gehe mal zur anderen Seite hin. Da kann man mit dem Erwachsenen-Link immer hin, also zur Kinderseite. Aber nur durch diese Tür da, sonst gar nicht. Ja, ich gucke jetzt einfach mal, wie ich die Kiste da krieg. Ich weiß auch nicht. Ja, das war irgendwie mit dem... mit der Vogelscheuche. So. Nee, da ist nur eine Skulptur, aber was sag ich nur? Das ist eine Skulptur. Oh, Freude. Gut. Damit hätten wir den. Okay, ich bin gerade im Studiermodus. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt auf einmal gestorben bin oder so. Nein. Ja, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie kommen wir da rüber? Zum Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Dingens halt. Der Schalter da vorne. Ich versuche mal damit. Aber ich habe meine Zweifel. Oh mein Gott, das funktioniert. Ja, jetzt brauchen wir den Stahlhammer. Und ich ramm die Scheiße mal in den Boden. Okay. Hat die Tür geöffnet. Nichts Atemberaubendes. Ich gehe jetzt erstmal da nach unten. Zieh den normalen Stiefel wieder an. Und hol mir die Ocarina. So. Ach. Ach. Erst falsch spielen, dann das falsche Item auswählen. Ja, so bin ich halt. Ich bin auch nicht perfekt, Freunde. Yo. Und? Kann man so einfach rüber, oder? Warte, da war's. Ja, da war's. Yes. Okay. Das hätten wir. Ein kleiner Schlüssel. Das war notwendig. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Ach, wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt einfach mal, was da hinter der Tür da vorne ist. Die war, das wäre eigentlich optional. Aber auf diese Art und Weise kann man einen Fahrstuhl öffnen. Und ich kratze mir gerade in den Kopf und spiele einarmig. Also das heißt, ich habe den A-Knopf gedrückt und schiebe gleichzeitig nach vorn und kratze mir am Kopf. Ich bin schon ein Multitalent. Ich sollte mal bei das Supertalent mitmachen. Die würden mich sicher bis ins Finale schicken damit, ne? So, Stahlhammer. Während der Rolle. Auch was Schönes. So, jetzt komm aber. Ah, seht ihr. Und mit dem Lift da, da kommen wir ganz einfach zum, zum Hauptein... sorry. Verschluckt. Haupteingangsraum. So. Jetzt gehen wir aber wieder auf regulären Pfaden zurück. Wir haben ja noch nicht mal das Dungeon-Item, fällt mir auf. Das sollten wir auch noch mal holen. Bei Gelegenheit. Hier, wenn wir schon dabei sind. Und so. Gottes Namen, scheißen wir. Lauf! Scheißen wir halt auf den. Die Kiste da, die noch war. So, ich stelle mich jetzt mal in die Mitte. Und hol den Feuerinferno raus. Und mach die alle fertig. Stirbt, ihr Mistviecher! Hat's was genützt? Ach, der lebt noch, oder was? Ha, nicht mehr lange. Dabei heißen die Feuerfüchse.
der da vorne ist jetzt einfach betäubt oder was? Na gut, Bombe her und dann zack. Boom. Lass es dir schmecken, Kumpel. Okay. Ich habe Bedenken bei dieser Kiste da. Bei dem Schalter da. Ach, ich wusste es. Es war auch eine Falle. Schlüssel haben wir keinen. Den kriegen wir hier noch. Ach, oh, das war fies. Ich hol dich hier mal nach vorne. Einer von denen muss nämlich auf dem Schalter stehen bleiben. Ach, das will jetzt natürlich nicht. Ach. Ja, das war blöd irgendwie. Yeah. Ach, tu doch nicht so doof. Hier. Jetzt bleib. Kommst du? Ach, natürlich. Ach, das war ultra lästig. Ach, das ist echt übel. So, kommt er jetzt? Ja, die Tür ist offen. Los, geh durch. Oh, wir haben es geschafft. Okay, an dieser Stelle wieder Ende Gelände. Wobei, hier gibt es noch zwei unsichtbare Kisten. Oder? Jawohl. Haha. Genie. Und da auch. Noch ein Genie. So. Aber diesmal keine Skulptur über der Eingangstür. Und auch hier erwartet uns wieder ein Miniboss und den werden wir uns nächsten Part mal fortknüpfen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch natürlich, wie immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.